Hallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 3. Jetzt gehen wir aber wirklich zu Willis. Eigentlich wollte ich das schon in der letzten Folge gemacht haben, aber da kamen ein paar Rackert-Prüfungen dazwischen. Die haben sich ein bisschen vorgedrängelt. So, jetzt geht's aber endlich zu Willis. Moin! Dean, das ist ein Schreibfehler! Die Deutschen, was soll ich sagen? Die wissen, wie man was abfackelt. Danke. Warst du hier mit deinen Jungs da draußen? Nein, nein, nein. Hat schon seinen Grund, warum ich die US-Flagge hier habe. Hier drin herrscht Zivilisation und Ordnung. Da draußen, im Dschungel? Die Synapsen in unserem Hirn verkümmern so allmählich. Man vergisst, woher man kommt, wer man ist. Ja. Also, was ist mit meinem Freund Oliver? Ich hab fast alles, um den Laden auszuheben. Ich spür's. Übrigens, du wirst echt populär. Tolles Wetter haben wir. Warum, Boss, planst du eine Parade? Dafür liebe ich dich, was? Du hast Humor. Das ganze Business ist so knochentrocken. Außer dir. Also, was ist mit dem Weißbrot? Weißt du was, hier interessiert mich ein Dreck. Ist mir scheißegal. Wirklich? Was mache ich dann hier? Sobald du das Lösegeld hast, werden seine Freunde verkauft. Dein großer Bruder ist tot. Und mit dem Kleinen habe ich gemacht, was du wolltest. Bloß meine Schwester. Die tätowiert das Weißbrot. Jetzt hörst du mir mal gut zu. Deine Familie ist mir scheißegal. Du verdankst es mir, dass die dich nicht auf meine Autoantenne gespießt haben. Deshalb fände ich sehr gut, wenn dir selbst Brody nicht egal wäre. Geht klar. Fantastisch. Ach, ich liebe dieses Wetter. Wie heißt dieses Dorf da unten noch? Bennerstown? Einheimische Sympathisanten? Die haben ein Transportverzeichnis, das mir am Herzen liegt. Ich werde sie mal besuchen. Schön, dich zu sehen, Lars. Du musst dann wohl nach Bennerstown. Ich wette, Oliver steht auf dem Verzeichnis. Wer hat es? Sag ich dir, wenn du da bist. Ich habe noch was zu erledigen. Du findest ja raus. Alles klar. Und was hast du zu erledigen? Du sitzt einfach nur da rum und sitzt da rum. Toll. Danke. Toll. Super nice. Ja gut, auf nach Barristown. Was und heute? Aber was sagt ja zum Beispiel wir... Lol. Wir... werden tätowiert von ihrer Schwester, aber das stimmt doch gar nicht. Das ist doch eigentlich Dennis und eigentlich auch wir selber teilweise, der uns tätowiert, oder? Weil wir machen ja unterwegs zum Beispiel jetzt. Warte, ich gehe aus dem Wasser raus. So. Man, Fähigkeiten? Nein, nicht Beuterucksack. Fähigkeiten. Und dann können wir uns hier... 4 Fähigkeitspunkte haben wir. Okay. Gezieltes Nachladen, ja. Ja, wir könnten. So, machen die zweimal. Das Bogending interessiert mich jetzt aktuell nicht. Ja, wir könnten hier diese Granaten-Takedown ausweichendes Fahren. Ja, brauchen wir jetzt nicht. Weil Granaten-Takedown ist halt immer sehr, sehr laut. Deswegen mache ich den erst sehr später. Treffsicherheit, ja, komm. So, jetzt haben wir auf dem Arm. Okay, er hat es nicht gemacht. Eigentlich hat er jetzt ja dieses... Er zeigt ja immer seinen Arm, wie dann die Tattoos da entstehen. Und macht das dann... Also, dass die so komisch da erscheinen, ist halt schon seltsam. Eigentlich müssten wir immer... nach Amanaki oder zu Citras Tempel in dem Fall, weil Dennis ja gerade da ist, müssen wir zu ihm gehen und bei ihm die Tattoos machen, oder? Weil wir machen das ja nicht selber. Bisher hat Dennis das immer für uns gemacht. Oder? Ne? Ist doch so. So, und ich würde jetzt gern, bevor wir da unten zu dem Barristown gehen, haben wir hier noch ein fucking Lager, was wir nicht gemacht haben. Das habe ich ja komplett vergessen.
Okay, das sind aber, sieht aber nicht so stark aus, sag ich mal. Das sind 5 Leute. Die könnten wir einfach alle wegsnibbeln. Das sind 6 Leute, sorry. Okay, das ist ein RPG-Schütze. So. Ah, oh, fuck, ich wollte ihn gerade wegballern. Problem ist, dass das alles so Spacken sind, die sich alle so schön in der Nähe immer aufhalten. Wir könnten den einen da hinten wegsnipern. Der jetzt gerade weggeht, natürlich. Zeig nochmal dein Köpfchen. Oh. Ja, okay, der war sehr nah an dem Ding dran. Ich muss dein Köpfchen sehen. Ich sehe dein Köpfchen leider nicht. Wo gehe ich eigentlich hier gerade hin? Ich dachte, ich würde eigentlich runterrutschen, aber... Rennt der auf einmal los, ne? Kriegt ihr nicht von hier? Ich habe zu wenig Sicht. Ich könnte da durchschießen. Oh, durch das Loch geschossen. Alter, was war das für ein geiler Headshot? Was war das für ein krasser? Von hier durch das Loch der Fässer hier durch weggeschossen. Oh. Weil er immer so seinen Kopf nach unten gehalten hat. Und nur da habe ich halt den Kopf gesehen. Oben konnte ich den leider nicht treffen. Wie nice war das bitte? Es gibt immer noch was zu tun. Oh. Ich muss es tun. I'm sorry. Ich muss dieses Ding haben. Wir haben die Bull. Das ist nämlich das Einhorn. Und ich brauche das, damit wir die
die Brieftasche haben. Oh, puh. Ja, ich weiß, hier ist jetzt ein Relikt, aber das interessiert mich gerade nicht. Oh, ich muss das holen, leider. Auch wenn das jetzt nicht die Hauptmission ist, die ich machen wollte. Aber ich muss dieses Einhorn legen. Das dürfte hier oben auf dem Hügel sein, oder? Was ist hier unten eigentlich für ein schönes... Oh, hier ist voll der Smiley mit Blättern auf der Karte. So, das ist hier oben, das wusste ich. Das Gebiet ist größer als gedacht. Ich höre die Tiere. Oh, da ist es ja. Das Einhorn ist halt ein Büffel. Warum? Weil, weil das eins seiner Hörner verloren hat und deswegen wurde es Einhorn genannt. Als ich das zum ersten Mal sah, habe ich gedacht, oh geil, ein Einhorn, Alter. Weil ich habe mir so gedacht, das war zu der Zeit, wo dieses Far Cry 3 Blood Dragon so irgendwie... Da habe ich so gedacht, weil ich habe das nie gespielt, dieses Far Cry, tatsächlich. Und ja, war dann so, oh ja, cool, das ist bestimmt ein Einhorn. Alter, und ich lade jetzt nicht den ganzen Weg, ich gehe zurück nach hier und hole mein Auto. Ich lade jetzt nicht da 3000 Meter bis zu der Town da unten. Sehr nice, aber wir können jetzt endlich 10.000 Mann hier mitnehmen. Hier ist nur eine Speicherkarte. Stimmt, ich bin gar nicht in die Hütte gegangen. Lul. Ich bin gar nicht in die Hütte hier gegangen. Ich habe hier einfach direkt die Gesucht-Mission gemacht. So. Also war eigentlich sehr gut, dass wir dieses Lager noch gemacht hatten. Weil dadurch bekomme ich einen neuen Schnellreisepunkt. Hab meine Brieftasche vergrößert. Und... hab ein Auto. Ich bin den komplett falschen Weg gefahren. Ich fahr mal querfeld ein. Ja, diese Straße gefällt mir besser. Ah ja, hier geht's in den Tempel rein. Alter, dieses Scheiß... Weißt du, der dreht sich hier mit 3000 km/h um einfach, dieses scheiß Auto. So, mit der RMR hätte ich 2 Schüsse gebraucht, bis es explodiert. Also der Unterschied ist schon sehr krass. So, holen wir halt das Auto hier. Deswegen habe ich das Auto gerade zerstört, weil ich gesehen habe, dass hier ein weiteres Auto ist. Ich bin in Barristown. Nein, sind wir nicht. Das ist ein Schuppen mit Blick auf den Teich. Von da aus siehst du das Zentrum. Nicht erwischen lassen. Achtung, Missionsgebiet verlassen. Ja, toll. Ich bin hier oben auf dem Berg. Spiel, ich kann dann jetzt nicht mit einem Gleiter runter. Dann sieht er mich ja sofort. Hey, hoi, ich komme mit dem Gleiter. Moin. Nein, nicht runterfallen. Okay, gut. Hier kann ich nicht gut rutschen. Hier kann ich ein bisschen rutschen. Sehr gut. Hast du toll gemacht, Jason. So. Und was ist jetzt hier? Heute darf mich nicht sehen.
so. Da ist Barristown. Heute ist hier. Warte, bis er weg ist. Sonst macht er Hähnchen süß-sauer aus seinem Freund. Ich will, dass euch klar ist, dass jeder, der diesen Wilden draußen im Dschungel hilft, endet wie unsere Freunde hier. Ist das bei euch angekommen? Du, lauf! Siehst du den rot gestreiften in die Mitte vom Minenfeld? Deutlich genug! Viel Spaß, Jungs! Ist unser Mann. Du musst ihn da rausholen. Bist du krank? Er hat das Transportverzeichnis, das dich zu Oliver Caswell führen wird. Ist sicher verschlüsselt, aber ich mach's, wenn du ein Foto schickst. Scheiße, Olli. Ich muss den Kerl retten. Okay, Jason, dann mal los. So, wir haben leider kein LMG dabei. Das ist jetzt ein bisschen schade, weil ich mache diese Mission eigentlich immer mit einem LMG. Weil, die ist ein bisschen, hier kommt gleich sehr viel Spaß, sage ich mal. Toll, ich wollte die entschärfen. Aber es geht nicht wie hier, wie bei. Ja, okay. Hey, warte, hier ist eine Kiste. Warte, bevor ich dich rette. Agent Willis Huntley bat mich, dich rauszuholen. Er meint, du kannst mir helfen, einen meiner Freunde zu finden. Sag mir jetzt erst, wo Oliver ist. Nein, ich muss vorher zum Dorf. Ich sag es dir dann dort. Flucht nochmal. Okay, mir nach. Wir müssen das Feld überqueren. Scheiße. Wir müssen das Dorf erreichen. Folge mir. Ich weiß, wo die Minen sind. Tschüss. Die Musik ist auch sehr schön, tatsächlich. Kann ich noch die Kiste holen? Wir müssen drumherum gehen. Folge mir. Ja, ja, komm. Wir sind jetzt schon fast oben. Genau, den müssen die jetzt verteidigen, nämlich. So, machen wir mal Annäherungsminen. Ich wurde beraubt. Wo ist es? So. Deck mich
schon. Ich finde die Dokumente nicht. Beschäftige sie. Deswegen habe ich die Minen gelegt. Molotow sind hier auch sehr gern gesehen. Immer schön auf die Häuser drauf. Die brennen sehr schön. Komm noch. Ich glaube, ich werde wie auf das Reflexvisier wechseln. Weil das... Ach, das Reflex, das Rotpunktvisier. Weil... Ja, es ist mir zu ungenau, leider. Wie oft lebt er denn? Hallo? Haha, getroffen. Hast du es jetzt bald? Hier liegt tatsächlich nur eine Mine, falls jemand reinkommen will. Da liegt auch noch eine. Ich bin ja schon da. Hier ist es. Ich habe das Transportverzeichnis. Mann, endlich. Ich fotografiere das mal für Willis. Sehr gut. Willis, hast du das Bild? Diesen Code kann ja ein Neandertaler lesen. Entschlüsselte Koordinaten gesendet. Oliver ist auf der alten Straße. Gut, bin unterwegs. Komm her. Nimm mich mit. Ich kann ihn nicht mitnehmen. Ich kann ihn nicht mehr mitnehmen, schade. Kann man die abschießen? Oder sind die schon ausgelöst worden und das ist nur, Aber Feuer tut. Neue Anleitung Scharfschütze. Natürlich hört es jetzt auf zu regnen, nachdem die ganze Scheiße vorbei ist. Ja, gut. Das war ja Neues. Hier ist noch eine Kiste. Die würde ich mir gerne noch gönnen. Ist hier nicht, die Kiste ist zerstört worden, naja. Die Munitionskiste meinte ich. Und ganz ehrlich, das, was ich gerade gesehen habe, das hat mich an Rambo erinnert. Rambo 4? Wo auch hier mit diesen Reisfeldern Minen da drin legen und die dann einfach laufen lassen auf Spaß. Ja, nicht so geil. Okay. Haben wir noch irgendwas, was wir holen können? Ja, hier sind noch ganz viele Kisten tatsächlich. Aber pff, da muss ich weit laufen für, ne? 200 Meter, ja, das packen wir eh nicht. Wo müssen wir denn danach hin? Da?
Da war ich ja noch nie. Will ist es da? Okay, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir eine kleine Kistentour hier machen. Und dann, wenn wir hier diese Tour gemacht haben, dass wir dann hier hinkommen zu Willis und dann die Mission weiterzumachen. Weil ich möchte jetzt nicht zu viel Zeit dazwischen vergehen lassen. Vielleicht jetzt einmal diese Tour machen hier. Hier mit dem Relikt fangen wir an. Ja, und holen uns dann den Brief, denke ich mal. Die zwei Kisten. Ja, oder holen uns die Dinger. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wird schon irgendwie klappen. Ja gut, dann bedanke ich mich mal fürs Zusehen. Wir hören uns, sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich werde schon mal zum, ja, hier hinreisen und mal gucken. Das ist der Amanaki? Was? Das ist okay. Amanaki Außenposten. Okay. Ja, okay. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.